Es ist kurz nach 20 Uhr. Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner vom Bezirksfischerverein Straubing kontrollieren heute im Auftrag der Stadt in einem Naturschutzgebiet. Dass die beiden so spät noch unterwegs sind, hat einen guten Grund. Damals regelmäßige Anrufe, dass da einfach irgendwelche Verstöße zutage kommen, wie Verunreinigungen, Lagerfeuer, freilaufende Hunde, insbesondere halt auch von Fischern. Das ist das sogenannte Backerloch. Das war früher eben eine Kiesgrube, vor 80 Jahren. Das ist also sehr verwachsen, ein bisschen weg vom Schuss, wenn wir jetzt bei uns in Niederbayern sagen. Und von dem her ist da gerne mal ein Treffpunkt von Schwarzfischern oder Partygästen. Bis zum Baggerloch müssen alle Besucher vom Parkplatz zu Fuß laufen. Denn Autos sind im Naturschutzgebiet bis auf einige Ausnahmen verboten. Aus Erfahrung wissen die beiden, nicht alle halten sich daran. Also das, was wir jetzt da fahren, das müsste der Fischer alles von vorne vom Parkplatz bis daher tragen. Und auch die Partyfeier-Leute. Und die wollen halt manchmal nicht tragen. Und dann denken sie sich, ach, da fahren wir jetzt hinter. Und wenn wir schon hinten sind, lassen wir das Auto gleich stehen. Weil da können wir ja ganz schnell wieder fort und was holen. Da, wo wir jetzt fahren, das ist ja eigentlich eine Wiese, befindet sich komplett im Naturschutzgebiet. Und alleine, wenn man sieht, wie das ausgefahren ist, dann weiß man, wie viel das da wieder herunten gewesen sind die letzte Woche. Ja, wir wollen eigentlich den Fischern nichts Böses. Wir wollen eigentlich, damit alles vernünftig und geregelt vonstatten geht. Ulrich Scheuschner und Stefan Plendl pirschen sich heran, damit die Kontrolle für die Fischer überraschend ist. So, guten Abend, Fischereikontrolle. Guten Abend. Hallo. Hallo. Servus, grüß dich. Der Opa ist auch dabei. Ich bin nicht dabei, immer. Wo haben wir erst dabei? Ein Paar ist mit seinen Enkelkindern beim Fischen. Ulrich Scheuschner kontrolliert die Papiere der Nachwuchsangler. Denn auch die brauchen einen Erlaubnisschein. Stadtwasser brauchen. Die rote. Ja, das passt aber eigentlich. Ich hab das schon gesehen. Ja, das sind jetzt drei Jugendfischer. Die sind mit ihrem Großvater beim Fischen. Der Großvater hat selber einen Angelschein, ist zwar von einem anderen Verein, aber hat. Dankeschön. Ein Angelschein. Und ja, die dürfen fischen. Der hat die auch wirklich im näheren Bereich, wo er sie beaufsichtigt. Und bringt so seinen Enkelkindern das Fischen bei. Wo ich sage, Respekt, dass der Opa mit drei Leuten rausgeht und da mit drei Burschen und fischt. Während Ulrich Scheuschner alle Angelpapiere kontrolliert, fällt Stefan Plendl etwas auf, das so nicht in Ordnung ist. Wir haben eine Kleinigkeit, und zwar, da liegt jetzt eine Wurmdose im Gebüsch drin und eine Angelrute, eine kaputte. Wem gehört die? War die schon da, oder? Ist die von euch, die Wurmdose da? Nein. Wir haben noch eine grüne Wurmdose. Das ist nicht von euch? Nein. Das ist nichts von euch? Das ist nicht unsere. Das ist nichts unseres, ja. Also grundsätzlich, es gibt da eine Vereinsbestimmung, da wo das ganz klar aufgezählt ist, dass man halt vor dem Angeln muss der Angelplatz gereinigt werden. Das steht bei uns in der Karte drin. Das ist eine Vereinsbestimmung, die wo auch durch das sogenannte Ehrengericht auch geahndet werden könnte. Also das heißt, für euch sauber machen. Ihr lasst das irgendwo ins Auto, auch die kaputte Route. Und noch dazu, wenn es dann natürlich von, man sieht es jetzt da, das ist leider sehr, sehr schade. Kanadische Taubwürmer, da kann man jetzt auch nicht sagen, das war von einem Badegast, was oft gehört wird. Das sind nicht von Fischern, Hinterlassenschaften vom Angler. Ihr räumt es bitte auf. Wir belassen es bei einer mündlichen Verwarnung, aber ihr müsst es bitte mitnehmen. Gell? Und dann ist da noch der Verstoß mit dem Auto im Naturschutzgebiet. Und beim Herrn ist eine Verwarnung. Man darf nicht mit dem Auto reinfahren. Das geht. Da vorne sind halt, ja, ein schweres Gefängnis. Straubing. Nein, ist eine Verwarnung. Das bekommen Sie von der Stadt mal zugeschickt. Aber bitte daran denken, wir haben ja Probleme. Das ist Naturschutzgebiet und die Stadt möchte heute halt besonders geschützt haben. Man darf nicht mit dem Auto fahren. Trotz Verwarnung, Ulrich Scheuschner freut sich, dass der Nachwuchs Freude am Fischen hat.
Wie findest du das, dass der Opa mit dir fischen geht? Und was findest du schön am Fischen? Alles. Ja, was besonders? Dass man Fische fangen kann und der Drill ist immer am besten, wie man die sieht. Und wenn der Fisch kämpft? Ja. Ja. Am besten, wenn es wieder ein großer ist. Wenn es ein großer Fisch ist? Ja. Ja, du musst fleißig üben. Mhm. Und der Opa muss dir sagen, wie das geht, die großen Fische fangen. Ja, leider haben wir nicht. Aber der Opa, der verratet das nicht. Der fängt lieber selber die Großen. Wenn man das so sieht, wenn jetzt so die Großeltern mit ihren Kindern oder halt mit von den Enkelkindern, die Freunde, wenn die da beim Fisch mit dabei sind, da merkt man einfach, ja, dass da irgendwie schon eine gewisse Erinnerung ist an die eigene Zeit, wie man mit dem Vater oder auch mit dem Onkel am Wasser früher gewesen ist. Wir haben dann draußen, das werde ich nie vergessen, haben wir dann tatsächlich Steckelfisch gemacht. Egal, ob das ein Weißfisch war, den man ganz fein eingeschnitten hat, den man selbst geangelt hat oder auch nicht. Das war halt für uns ein Riesenerlebnis und das, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert wieder an die Kindheit. Ne? Und die Kinder haben alles richtig gemacht. Nur der Opa kriegt bald Post. Führt euch. Ciao, gute Nacht. Das waren jetzt absolut einsichtige Herrschaften. Es ist ja im Verwarnungsbereich. Das ist mittlerweile, was jetzt ich weiß, kostet es um die 50 Euro. Das spricht aber dann die Stadt Straubing aus, also das Amt für Umwelt und Naturschutz. Wir legen mir das vor, wie die dann entscheiden, ist denen eine Sache. Das kostet kein Vermögen, aber es soll natürlich einmal daran erinnern, dass da ein Verbot ist. Seit 3 Jahren kontrollieren Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner immer öfter gemeinsam. Dank Achtung Kontrolle. Kennengelernt haben wir uns ganz einfach über die Fischereikontrolle. Das war 2021. Und da war damals schon Achtung Kontrolle da. Ja, genau. Und seitdem sind wir da ja, zum Kontrollieren gegangen, regelmäßig. Wir sind schon so viele Kilometer zusammengelaufen, glaube ich. Gell? Da haben wir schon 2 Paar Schuhe gebracht haben mittlerweile. Ne? Ja. Denn in der Regel legen die beiden rund 10.000 Schritte bei einer Streife zurück. Mittlerweile ist es nach Mitternacht. Beim nächsten Angelplatz entdecken die beiden 2 Angeln, aber keinen Fischer. Schläft der etwa in seinem Fahrzeug? Das wäre verboten. Ganz Problem haben wir tatsächlich. Was an? Wir haben ja da momentan ein bisschen Problem mit den Schlafen. Okay. Die Busse und so. Und nach dem Bayerischen Fischereigesetz ist halt das vorgeschrieben, dass man eigentlich unmittelbar an der Angel ist. Ne? Mhm. Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner vom Bezirksfischerverein Straubing kontrollieren im Auftrag der Stadt in einem Naturschutzgebiet. Dort finden die beiden 2 Angeln, aber keinen Fischer. Immer öfter schlafen Angler im Auto. Doch das ist verboten. Ich zieh da mal, Stefan, gell? Das an die Schnur ziehen, ist ein elektronischer Bissanzeiger, der hat im Fahrzeug einen Empfänger. Und der kriegt im Fahrzeug dann ein Signal, damit an der Angel jetzt was, sich was bewegt, ja. Was losgeht. Ja. Guten Abend. Fischereiaufsicht. Ja, servus. Wir sind einer von das Auto. Bitte? Geht das zu dir? Ja, das ist Training gerade, wir haben ein Ding hier drin. Ulrich Scheuschner kontrolliert die Angelpapiere des Mannes. Denn für jedes Gewässer benötigen Angler einen eigenen Erlaubnisschein. Der Mann hat einen speziellen Fisch im Visier. Ja, das Ziel ist der Karpfen. Und ist ein Fisch, der sehr, sehr stark vertreten ist herin. Ein heimischer Fisch, ein ganz schöner Fisch. Und verbringt sehr, sehr viel Zeit beim Angeln an das her. Und ja, ist eine schönste Sache in der Natur, sein Hobby zum Verbringen, anstatt irgendwelche anderen. Ich glaube, gibt schlimmere Sachen, die man machen kann. Insofern passt das ganz gut, glaube ich. Die Angelpapiere sind in Ordnung. Aber eine Sache macht Ulrich Scheuschner stutzig. Fangst du noch gar nichts? Ich war fast noch nicht draußen heuer, ehrlich gesagt. Ja, ja. Einmal. Also gut. Aber das Problem haben wir tatsächlich. Was denn? Wie gesagt, wir haben ja da momentan ein bisschen Probleme mit den Schlafen. Okay. Busse und so. Also grundsätzlich muss die Angel unmittelbar Zugriff. Mhm. Wenn er anbiss ist, unmittelbar Zugriff. Ja, okay. Angel. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht. Mhm. Köpfer, wenn so ein Rand ist, ja. Dann weißt du selber, der haut gleich mal 50 bis 100 Meter runter. Ja, verstehe ich. Ja, ja, so krass. Mhm. Ja.
Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber nein, lustig, du weißt, was ich meine. Und nach dem Bayerischen Fischereigesetz ist halt das vorgeschrieben, dass man eigentlich unmittelbar an der Angel ist. Ne? Wenn ich jetzt natürlich in einem Campingwagen drin sitze, ist die Möglichkeit, bis ich meine Schuhe anziehe, bis ich überhaupt vom Schlafsack rausgehe, bis ich von meiner Fahrzeugtür, Schiebetür, bis ich dann einmal im Wasser bin, dann kann es auch, dass der Fisch mittlerweile schon sehr viel Schnur von der Rolle gezogen hat. Dass der Fisch irgendwo in eine Krautbank reingeht, dass der Fisch vielleicht in einen Ast oder in einen Baum Schutz gesucht hat, hat sich natürlich mit der Schnur verheddert und der Fisch kommt natürlich nicht mehr los. Das nächste ist, man darf natürlich da jetzt reinfahren zum Fischen, ja, aber halt nur die, die berechtigt sind. Und okay, das Auto da vorne ist jetzt, wenn es Fränen ist, ist jetzt gerade nicht berechtigt. Ne? Sollte nicht sein. Also wie gesagt, das ist wirklich nur zum Angeln. Mhm. Und das, was halt da ist, das hat einen campingähnlichen Charakter. Das ist also nicht, ist nicht zulässig. Das ist gut zu wissen, weil das war mir so nicht bewusst. Doch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Der Angler hat damit aber kein Problem. Also grundsätzlich finde ich es sehr, sehr gut, dass kontrolliert wird, weil einfach genug Schindluder drin wird, generell. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, ich finde es auch ganz gut, selbst wenn er verschoss oder was ist, dass man einfach normal miteinander redet. Also die Art und Weise, wie es gemacht wird, finde ich ganz gut und ist auch richtig, absolut. Stefan Plendl erklärt dem Mann jetzt, was ihm blüht. Es sind zwei Verstöße, einmal nach dem Naturschutzgesetz und einmal ist ein Verstoß nach dem Bayerischen Fischereigesetz. Unmittelbar bis Aufsichtigung von den Angeln. Das heißt, wenn ich mit dem Schirm jetzt da schlafe, das war unmittelbar. Du bist dann direkt an der Angel dort. Aber siehst du es eh, bis du zu den Kapalo ziehst, bis du rauskommst, nicht, dass man es auch erklärt. Verstehe, vollkommen. Habst du jetzt irgendwie aufs Aufgeschirm oder was muss ich mir denn einstellen? Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit, das geht an den Staat. Ach so? Ja, beziehungsweise Obacht, Vernisse, ja, beziehungsweise ans Landratsamt die Zuständigkeit. Okay. Und ja, das kann sein, dass eine Ordnungswidrigkeit, also Bußgeld oder Verwarnung kommt. Kann man jetzt so nicht schlecht sagen. Okay. Im schlimmsten Fall ist das ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Also uns ist es ganz recht und ganz lieb, wenn eigentlich so wenig wie möglich an Verstößen draußen ist. Weil dann wir sehen und merken, die Fischer haben dazugelernt. Die Fischer nehmen das an, was wir ihnen sagen. Und das merkt man schon. Du, die schauen da drauf und die achten darauf. Und die bringen das auch zur Anzeige. Ne? Alles klar. Gut. Ja. Alles klar. Gut. Ich wünsche euch was, nichts für Unglück, gell? Also für dich, gell? In dieser Nacht haben Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner 10 Angler kontrolliert. Bei 4 von ihnen gab es kleine bis gravierende Verstöße.